zurück bei Mittelerde Schatten des Krieges. Ja, der Techniker für meine Internetstörung kommt in, ja, sageumschreibenden 3 Tagen. Juhu, wow, GG. Bedeutet, ich habe Zeit am Aufnehmen. Ja. Schon. Mal gucken, ob ich das Spiel heute oder morgen durchkriege, würde ich dann mal so sagen. Level 37, den kriege ich nicht tot, ne? Was kann der denn? Ah, Chance, diesen Effekt beim Beschämen zu entfernen. Aha, interessant. Aber nee, das bringt mir. Nein, mache ich nicht. Ich töte den. Ich werde den töten. Den wollte ich nicht schleich töten. Oh shit. Oh. Ich bin dein Ende. Ich weiß, dass ich was gehört habe. Ich lass die jetzt mal kurz da allein. Oh, der macht den halt eiskalt fertig. Aber Moment, das ist nicht der Richtige. Er zündet sich rumgeschleichen, okay. Das tut weh, Tom. Aber es war nichts im Vergleich zu dem, was ich für dich habe. Kannst du bitte verrecken? Dankeschön. Das Feuer ist irgendwie doof. Der lernt's aber auch irgendwie nicht. Okay. Alles gut, ich kann ihn einfach. Okay. Ja. Ich kann einfach immer so weitermachen. Ach, jetzt hat er sich angepasst, natürlich. Nein, tut's nicht. Aua. Der macht Schaden. Au. Was macht Kauki Kauki hier? Okay, he's down. Whatever. Krauk, ist der noch sauer auf mich? So, und weg hier. Ich akzeptiere das jetzt erstmal so. Wir haben hier wieder ein Verrat. Den wollen wir mal eben natürlich machen. Dafür müssen wir mal kurz schnell reisen. Okay. Wir haben... Und der Grauk hat hier unsere Arbeit an denen, das ist ja nett. 650 Meter zu Fuß, kriegen wir hin. Sind ja jetzt schon nur noch 400 irgendwas. Weitläufer! Ja. Gib wohl. Da muss ich unten lang, ich wollte unten lang.
Klar, ja. Das muss dauern, ne? Nein, das wollte ich nicht. Zack, starten wir. Den Verrat an Bubol. Hab ich dich! Du musst doch wirklich dumm sein, alleine in Mordor rumzulaufen. Gleich gibt's in Mordor einen Idioten weniger. Stirb, Meister! Gut gespielt, aber ich lege deine Pläne offen und deine Eingeweide. Mich täuschst du nicht. Zu schnell für dich. Au. Ist dir schön. Der macht schon Schaden. Noch Sprung, Okada. Du bist tot! Du wirst sterben! Oh, Unstimmigkeiten in meinen Reihen. Kann ich ihn eigentlich rekrutieren? Du wirst mir dienen. Ich werde gute Dienste leisten. Ich kann ihn rekrutieren? Oh, danke. Geil. Ich kann ihn einfach so rekrutieren. Dann mache ich das natürlich auch. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ich muss mal ganz kurz in die Armee reingucken, um zu wissen, wo hier was ist. Wo hier wer noch mit wem was zu sagen hat. Wo ist der? Ach, da ist der Typ, den ich gerade... Nee. Wo ist denn der, den ich gerade gemacht habe? Hier. Bubol. Okay, der ist nicht mehr da. Dich habe ich nicht, dich habe ich doch. Lokus und das hier, da fehlt mir auch einer. Hier, dich. Dich will ich ausschalten. Das mache ich wahrscheinlich direkt. Ja, direkt da. Ja, dann doch noch nicht. Moment, dann geht noch mal ganz kurz zurück. Und da will ich erst den dort unten, den unten rechts haben. Nicht hier. Du bist mit dem hier zusammen. Egal, nehme ich beide. Level 22, Level 25, das ist kein Problem. Wo bist du denn? Du bist nicht weit. Aber ich muss aus dieser Höhle hier raus, deswegen teleportieren wir uns trotzdem mal. Oh, 1000 Meter. Mixjagd. Mich interessieren gerade wirklich keinerlei Collectibles mehr. Keine Ahnung, es ist mir zu viel. Es ist mir einfach zu viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, es ist sehr schön. Man kann schöne Sachen machen. Man kriegt Fähigkeitspunkte, die ich einfach nicht mehr brauche, tatsächlich. Wir kriegen alles mögliche an Stuff. Wir kriegen Runen, wir kriegen Waffen, wir kriegen Sachen halt. Aber so legendäre Ausrüstungsgegenstände und sowas, aber ganz ehrlich, das ist einfach nicht nötig. Ja, das Ding hole ich mir jetzt natürlich, obwohl ich nicht weiß, wo es ist. Ah, es ist unter mir. Ich hol's mir doch nicht. Nevermind. Starten. Vielleicht sterbe ich bald, aber du bist für immer ein dämlicher Narr. Du bist tot. Deine Jungs sind tot. Bleibt nur noch die Frage, wie viele Schmerzen ihr vor eurem Ende spürt. So, da habe ich leider gerade einen Anruf bekommen und es geht weiter. Hm.
ist mein. Komm her, rekrutieren. Jetzt dienst du mir. Ich werde für dich erobern. Ja, hab den ausschwören, ist okay. Bis zum nächsten Mal. Den anderen will ich aber auch noch. Heute quetschen wir jedes bisschen Schmerz aus deinem gebrochenen Körper heraus. Und wir hören nicht auf, bis dein Geist nur noch blubbernder, gefolterter Mist ist. Ist ja nicht süß. Aua. Aua. Er zürnt durch einfach alles. Was soll das denn? Auch meine. Ich bin jetzt dein Herr. Ich werde dein Auserwählter. Und weg bin ich. Und weg bin ich. Und tschüss. Oh, jetzt habe ich mich selbst angefackelt. Ups. So. Schauen wir mal. Was haben wir denn noch hier? Hier haben wir einen neuen Verrat. Sage ich einfach mal, auf geht's. Dann gehört diese Burg nämlich gleich auch. Und oh, hoppala, das war gar kein. Ich habe gar nicht gesehen, dass er da stand. Entschuldigung. Das war nicht eigentlich nicht meine Absicht. So, dann haben wir nämlich die Festung, holen wir uns gleich und dann. Nein, 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 nein! Komm her, Elbenschmuser! Wir wollen dir ein bisschen Orgfreundlichkeit zeigen! Dann legen wir mal los! Weißt du, was mit dreckigen Abtrünnigen geschieht? Ich bräuchte das Genick! Nein! Du bist mein! Kann ich den rekrutieren? Für den hellen Herrscher wirst du kämpfen! Ich diene dem hellen Herrscher! Du bist der Anführer! That's it. Okay. Passt doch alles soweit. Dann gucken wir mal, dass wir den letzten. Ach, es sind doch noch zwei Hauptmänner. Locke hervor, wenn der nur Grog vergiftet ist. Oder gibt es noch irgendwas, was ich an. Noch andere Sachen, die ich tun kann? Ich weiß gerade nicht. Also, mir gehört quasi fast die ganze Armee. Eigentlich. Da könnte ich noch was machen. Ich bin zu faul. Ganz ehrlich, ich bin zu faul, da jetzt noch irgendwas zu machen. Was ist denn mit ihm hier? Achso. Dafür musste ich jetzt. Okay. Wisst ihr was? Ich bin zu faul. Wir machen hier mal. 36, 27, 36, 36. Kann ich mal eine ganz kurze Belagerung. Was? Dann kann ich mal eben hier die ganzen Leute hier ändern. Wir brauchen ja mal die ganzen Hohen, bitte. Auch der 25er hier. Mach mal hier. 36. Wie kann ich denn? Ah, okay, ich brauche ein paar Punkte hier. Berittene Kavallerie. Sprengmeister oder Urlokai. Ganz ehrlich, wir nehmen die berittene Kavallerie. Was haben wir noch? Wildhort. Schildträgerhort. Schildträger sind eigentlich immer ganz nett. Was haben wir hier? Feurige Belagerungsbestien, giftige Belagerungsbestien, verfluchte Belagerungsbestien. Eigentlich möchte ich fast keins von denen haben. Aber wir machen es trotzdem. Kankras Blue Brut. Häufig wollen wir natürlich den Spinnen. Kriegskraug. Oder wilde Drachen.
Ganz ehrlich, holt euch mal so einen Grauk. Grauk sind doch witzig. Feuerschützen, Fernbogenschützen oder berittene Schützen. Wir nehmen Fernschützen. So, und damit sind wir so viel... Mir ist das jetzt egal. Ich glaube, ich greife da einfach an. Oder, ach komm, ich kill die nochmal eben. Wir kriegen das mal eben hin. Zack, wo bin ich? Ich möchte kurz... Komme ich da durch? Mein Typ ist benommen, das gefällt mir nicht. Kann ich bitte mal einen Schattenkarako? Also, wir killen kurz noch einen Hauptmann und dann machen wir den zweiten auch noch. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist es einfach egal. Wir können eigentlich jetzt schon einfach die Belagerung starten und dann werden wir die schon alle vernichten. Wisst ihr was, wir machen es mal ein bisschen spannender. Wir werden diesmal mal nicht alle Häuptlinge killen. Wir werden jetzt einfach hier und jetzt die Belagerung starten. Puff. Angriff. Belagerungsverbesserung. Achso, das sind nur... Ja, okay, perfekt. Freischalten auf Stufe 45. Starten. I don't give a shit. Come on, guys. Get them down. Get them good. Welches Level ist der? Kabukur konnte diesen Abschaum nicht bezwingen. Das ist zwar schade, aber ich freue mich darauf, sie zu rächen. Diese Festung herrscht über das umliegende Land. Und bald werden dort eure tumpen Schreie ertönen. Und ihr werdet um Gnade flehen. Gnade, die niemals kommt. Ganz recht. Ich dachte, ich wüsste, was Folter ist. Aber ich lag falsch. Folter ist, diesem Windbeutel zu lauschen. Dann würde ich sagen, let it go. Das ist natürlich was ich... Muss da dringend rein. Ich hab dein Kommen gesehen und dein Versagen und deinen Fall. Diese Zuflucht wird niemals dein sein. Oh doch, oh doch. Oh, die bluten alle schon. Oh mein Gott. Meine ganzen Leute verlieren gerade. Ich verliere gerade alle meine Leute. Oh wow. Wir haben so verkackt. Ich habe jetzt so heftig ich habe so heftig eingesteckt.
Meiner. Und du musst auch weiterkämpfen, rekrutieren. Du wirst meine Reihen verstärken. Ich werde deine Befehle ausführen. Für mich weiterkämpfen. Natürlich. Meins. Weiter zum Platz. Okay, warum machen wir das? Meins. Okay, ich muss mal ganz kurz. Sorry, ich muss mal ganz kurz meine eigenen Leute aufzählen. Meins. Nicht anhalten, weiter zum Übungsgelände. Oh, das wird jetzt witzig. Das könnte jetzt durchaus witzig werden. Wir sind ja drei meiner Hauptmänner direkt am Anfang verreckt. Das ist halt schon ein bisschen lächerlich. Oh, du hast einen Fuß in der Tür. Den hacken wir dir einfach ab und stopfen ihn dir dann in den Hals. Ja, versuch's. Nein. Ich hab immer gesagt, ziert euch doch nicht so. Aber du warst so schüchtern. Ändern wir das. Ja, ich hab doch gerade noch extra, hab ich ihn betäubt. Ne? Oh wow, wirklich? Okay. Hab ich dich. Und du musst bitte für mich kämpfen. Und bitte... hier bleiben. Zu den Waffen. Ihr werdet unsere Festung nie einnehmen. Komm hierher. Komm mal her, mein Freund. Das wird nichts. Erzünd dich, Karagor. Warum das denn? Wie wär's, wenn ihr den irgendwie mal... Hallo, helft ihr mir nicht? Meins. 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 Danke, Herr. Gern geschehen. Für mich weiterkämpfen. Und jetzt machen wir den letzten fertig. Auf geht's. Meins. Auf geht's. That's die Überblutung. Ich brauche Hilfe. Wo
ist der Narr, der mich verwundet hat. Der ist schon weg. Betreten wir und besiegen wir diese Festung. Fähigkeiten freischalten. Okay, schalten. Nein, können wir nicht. Okay, wir können gerade nicht ins Menü. So, der Menschendreck wuselt sich also wie eine kleine Ratte in meinen Thronsaal. Das könnte jetzt sehr bitter für mich werden. Auch noch auf dem Karagon. Hm. Natürlich. So, das ist das Erste, was ich machen muss. Ich muss den Karagor da weghauen. Dann hole ich mein... Nein. Hole ich meinen Karagor her. Es wird durch herumgehüpft. Was soll das denn heißen? Oh wow. Gib mir Leben. Lass mal Glück haben. Trotzdem, nein. Was?
Wegbände ich jetzt als ziemlich leicht. Wirklich? Wirklich? Bin ich dran. Was soll das denn werden? Hilfe! Halt still! Hab ich dich. Oh mein Gott! Es kriegt zu viel! Ich habe keine Ahnung, was ich... Ich habe zu lange gebraucht, um den jetzt runterzukriegen. Ich krieg ihn jetzt nicht mehr. Kann der mich jetzt einfach hier. Du gehst mir auf den Sack. Ich will doch gar nicht an ihm hoch. Ich kann nicht mehr. Du hast doch nicht erwartet, dass du dir die Festung unter den Nagel reißen kannst. Das ist lächerlich. Oder? Das ist hart lächerlich. Das ist hart lächerlich. Das ist wirklich hart lächerlich. Puck. Ich hab alle Leute bis auf zwei und ich krieg den Typen nicht tot, weil er... Welcher von den beiden ist mein... Das ist der falsche Leibwächter, ey. Az Adar. Denkst du an deine Familie? Celebrimbor, dein früheres Leben? Es gab eine Zeit, da habe ich jeden Tag an sie gedacht. Das ist sehr lange her. So, wir werden das Ganze nochmal machen. Und diesmal dann auch hoffentlich erfolgreich. Es ist schon lange Brauch beim Volk von Minas Ithil, jedem Besucher von außerhalb der Mauern eine Amphore mit Wasser oder Wein anzubieten. Reisende kamen selten, besonders in letzter Zeit, und durch den Weg zur Grenze waren sie fast immer durstig. Doch als unsere Not am größten war,
kam niemand aus Gondor an unser Tor. Ob durstig oder nicht. Gut, wir machen hier einen Cut. Ich sage bis zum nächsten Mal. Viel Spaß im Video. Euer Hedi.